Hallo. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich der lieben Christel nochmal Sachen abgekauft. Ja, und die wollte ich euch heute sagen. Ich freue mich, dass sie nochmal ausgemistet hat, sozusagen, und dann auch an mich nochmal gedacht hat. Zuerst wollte ich euch mal das Kartl zeigen. Schaut mal, wie nett das ist. Mit dem Marienkäfer und ein Bienchen und dicke Freunde. So, so nett. Und weil das ja nicht schon genug ist, hat sie mir noch ein paar Stempelabdrücke dann vom Käferle und von dem Zweig da. So nett. So. Und das Gute ist, sie hat mir eingeschrieben, ja. Sie hat noch ein paar Sachen mit hineingepackt, damit der Karton voll ist. Ach Gott, du bist mir eine wirkliche. Gut, jetzt sage ich zuerst nur die Süßigkeiten. Ja, das ist nicht mehr ganz voll. Da habe ich mich leider schon etwas bedient dran. Die sind ja so gut, ich liebte. Und gestern habt sie auch noch gemacht für mich. Und da ist auch ganz was Leckeres drinnen. Schaut mal. Ups, verkehrt herum. So. Merci, Schokolade. Mag ich auch überhaupt nicht. Also, nein. Aber schon gar nicht. Also, Süßigkeiten geben bei mir immer überhaupt Schokolade. Also, ja. Ich und Schokolade. So, mit was fange ich denn jetzt an? Ich habe da, also da auf der Seite habe ich es relativ aufgetürmt, muss man schon fast sagen. Das Backel hat da wieder gut gewogen, weil wieder viel Papier drinnen war, das sie zum Beispiel einige dann hat, um einen Karton voll zu machen. Ach Gott. Ja, ich fange jetzt einfach an. Einerseits waren da drinnen, upsala, die kleinen Tubelen Acrylfarben. Das sind vom Action. Ich glaube, die habe ich sogar auch da. Aber ja, so ein Tubele ist ja gleich mal da. Und von dem her, die sind recht praktisch, wenn man so kleinere Projekte hat. Dann braucht man nicht gleich so riesige Tuben aufmachen. Dann hat sie mir hineingelegt alle vier Packungen von den Buntstiften. Sieht man das so? Wohl, so sieht man sie. Die habe ich auch schon, aber ich weiß schon jemanden, der was gekriegt. Also von dem her, die haben schon einen neuen Besitzer sozusagen. Dann waren drinnen die da, Aquarellbuntstifte. Die sind aber nicht die vom Action, glaube ich. Nö. Ich habe also Aquarellbuntstifte da. Ich muss einmal schauen, wie weit oder ja, wie viel ich davon noch da habe. Ansonsten gehen die auch weiter. Genauso wie diese hier. Das sind auch nochmal Aquarellbuntstifte. Ja, wie gesagt, da habe ich schon jemanden, der was sich da sicher irre drüber gefreut. Gut, dann machen wir weiter, weil wir gerade bei den Farben sind. Mal wieder umlegen, habe ich einmal diese da. Und zwar sind das ja so Perlmutt-Wasserfarben im Prinzip, glaube ich, steht um. Ja, Perlmutt-Wasserfarben, 21 verschiedene. Schauen so aus. Also die bleiben garantiert bei mir. Weil die tun ja schimmern, die kann ich nicht irgendwo hergeben. Ne? Dann waren drinnen von den Folien, ups, das ist schon aufgegangen, einmal die drei und die drei großen Rollen waren auch noch drinnen. Das ist eben einmal, jetzt muss ich sagen, Silber. Und da auf der Seite kannst du es ein bisschen sehen. Einmal Silber. Dann ist das so holo.
Ja, weil meine Kamera schon aufstellen darf, dann darf jetzt ein wenig mehr sehen, gell? Jetzt ein bisschen. Also so Holo-Punkte sind da drauf. Dann die Regenbogen. Die habe ich mir selber nicht gekauft damals, weil ich mir gedacht habe, Regenbogen, was tust du mit Regenbogen? Ja, und dann danach habe ich sie wieder in andere Hals gesehen und dann habe ich sie nicht mehr gekriegt. Und jetzt habe ich sie. die ist ja auch Bombe. Roségold. Voll cool. Dunkelrot. Und Gold. Und da sind ja überall 2 Meter drauf. Also ja. Und da glaube ich sogar 3, oder? Und die großen Backteln sind 2 drauf und die kleinen 3. Ja. Soll sich auch noch auskennen. Aber egal. Massig an Folie jedenfalls. Dann. Achso, das sind nochmal Farben. Und zwar sind es auch nochmal so Watercolor, aber in Stift, also jetzt nicht als Holzfarb, sondern als Stifte. Und die haben 6SE da einmal so normale Spitze und einmal eine Brush-Spitze. Ja. Dann mal schauen, ob ich die behalte oder ob ich die weitergebe. Dann hat sie mir das da eingelegt. Schau, gesagt, die 2 Farben an. Juhu. 3D-Pearl Paint. Das dürfte schon ein bisschen älter sein. Ja, 2018. Da habe ich Action noch nicht gekannt. Ja, bin ich gespannt. Man, die 2, ja, sind einfach cool, ne? Türkis halt. Was soll man da noch mehr sagen? Dann hat sie mal die da reingelegt. Schwarze Acrylfarbe. Kann man immer brauchen. Ich sowieso. Ups. Es fängt schon wieder alles Kugeln an. Dann waren die 2 drinnen. Die finde ich so nett. Da einmal das kleine Putzleder. Ne? Und einmal so richtig große. Die werden wir eventuell ein bisschen ja, umdekorieren. Da steht mein Namen drauf. Dass ich dann vielleicht auch in Zukunft auf dem meine Karten fotografiere, muss ich mal schauen. Und mit dem Putzile weiß ich noch nicht, was ich mache, aber es ist halt nett. Mal gucken. Irgendeine Verwendung werde ich schon haben dafür. So. Dann hat sie mal eingepackt. Glitzerfolie. Schwarz. So cool. Die habe ich selber auch schon. Habe sie aber schon teilweise verwendet. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ist denn da drauf? Das steht gar nicht drauf. Okay. Es steht nicht drauf, wie viel da drauf ist. Egal. Jedenfalls Nachschub. Nachschub ist immer gut. Dann mal da nochmal Farben. Ja, es kommt alles kreuzkreuz nicht. Ich habe da drüben einfach geschaut, dass ich es irgendwie hinkriege. Und zwar sind das die Metallic Brush Pens. Habe ich mir auch selber nie gekauft. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß es nicht. Ja, also die bleiben auch bei mir. Da ich sie ja noch nicht habe. Dann muss ich jetzt da ein bisschen umräumen. Sticker hat sie mir eingepackt. Und zwar sind das die Embossed-Sticker vom Action, nehme ich an, aber ältere. Also ich kenne da keinen einzigen Bogen. Und so sehe ich sie gar nicht. Muss ich sie so hinlegen. Den finde ich schon mal wirklich total super. Einerseits der Bär. Der taugt mir irre gut. Dann habe ich da natürlich einen Hirsch drauf. Ne? Ich mag ja Hirsch gern. Und das Kaffeeschild finde ich auch cool. So. Dann ist da der dabei. Das schaut einfach nur genial aus. Da habe ich so lachen müssen, wo ich das gesehen habe. Der Bär schaut auch cool aus. Dann die super schönen Putzis. Also das ist ja perfekt für Osterkarten. Also noch mehr geht ja gar nicht mehr.
Und auch einfach die ganzen Farben. Das ist ja voll putzig, wie so. Was willst du von mir? Also der ist super. Und der, also das ist, nehme ich an, der zweite Bogen von dem, der ist auch total schön. Da unten da mit den Aquarellmalereien. Finde ich total super und die ist auch so schön. Gefällt mir auch so gut. Ich bin ja total Sticker-fanatisch momentan, das ist wahnsinnig. Dann haben wir da so, ja, Meer, kann man eigentlich sagen, mit Leuchtturm, da sind die ganzen Korallen. Da kann der Petra eventuell gut gefallen. Ha, Petra? Hallo? Die Maus von der Wasserkante. Ja, und der natürlich da auch, ne? Boah, das ist schön, das gefällt mir gut. Sehr schön. Der ist auch super. Der gefällt mir auch total gut. Die alte Nähmaschine. Da unten, die gefällt mir auch total gut. Die Kakteen natürlich. Da ist nochmal das kleine, das kleine Küken. Ich finde das so nett. Und der Fuchs, was das Eis ist. Und der ist auch so nett. Bitte guck dir mal. Er schenkt den kleinen Kükenblümchen. Na, ist das nett. Und die ist auch cool da, die Bordüre. Dann, was haben wir da? Er ist auch cool. Also er, ich sage jetzt er, eigentlich schaut es eher aus wie sie, ne? Ich glaube, das ist so ein Wüstenfuchs oder so irgendwas. Ich weiß es gar nicht so genau. Der Elefant auf die schwebenden Luftballons ist natürlich auch voll lässig. Und da, er da. Und er trinkt chillig sein Cocktail. Ja, muss auch mal sein, ne? Dann ist der da dabei. Home Sweet Home ist total super, das gefällt mir auch gut. Die zwei Lamas sind lustig. Das ist die Patricia mit ihrem kleinen Kaffeehaferl da, das da. Hallo Patricia. Und dann, was haben wir denn da Schönes? Er ist ja gar lustig. Und die Katze ist auch cool. Das ist auch schön. Dann haben wir da die da. Das sind nochmal die zwei Lamas, aber unter der Glasglocke. Das ist auch schön, das Blatt. Das da. Das hat sogar in der Mitte drinnen ein Loch. Also das könnte ich so als Text hernehmen. Cool. Dann die da da. Ganz viele Schlüssel, das ist total super. Dann so eine alte Nähspule oder Bandspule. Und da sind auch wieder so, ja, die kannst du als Tacks hernehmen. Finde ich echt lässig. Klebst auf Cardstock drauf, knipst das Loch nach. Und dann hast du schon einen coolen Tag. Dann die da. Da finde ich das total cool. Und das alte Bücherregal da mit den uralten Boxen drinnen. Dann der da. Das ist total schön, das gefällt mir total gut. Und das da. Ich finde das schön. Und das Flasche, die Flasche mit den Blümchen drinnen. Dann haben wir den da. Das sind halt auch die Pflanzen. Und Kakteen. Die gehen ja immer. Ist schon gar gut drin. Und zu guter Letzt diesen hier. Da haben wir auch nochmal so ein schönes Vorradl. Die Queen, na, mit der Krone. Da haben wir auch wieder so eine Glasflasche mit Blümchen und da sitzt der Vogel drauf und das ist total schön. Gefällt mir auch gut, der Baum. Super, super. Dankeschön für die tollen Sticker. Dann, was nehmen wir denn als nächstes? Designblöcke. Einerseits diesen hier. Der ist vom Teddy. Ich glaube, den habe ich. Habe ich den? Nein, ich glaube, den habe ich nicht.
den habe ich, glaube ich, nicht da. Das sind auch wieder schöne Farben, gell? Das ist auch cool. Das schaut klassisch aus. Blümchen und gestreift. Und nochmal Blümchen. Aber ich glaube, den habe ich nicht da. Dann dieser hier, der ist vermutlich vom Action Craft Sensation. Habe ich auch nicht. Da steht auch 2018 hinten drauf. Also kann ich auch gar nicht haben von dem her. Der ist auch cool. Boah, das schaut lässig aus. Also gekritzelte Kugeln. Ein Haufen so hin, also als Hintergrund sozusagen, weil es alles so kleine Muster sein. Das ist natürlich ideal. Der ist auch cool. Und dann haben wir den da noch, Hello New Day. Der ist auch vom Action, auch von 2018. Habe ich natürlich auch noch nicht. Oh, da sind wieder so schöne Vintage-Sachen drinnen. Maschine. Ja, ich habe das Backli ja letzte Woche schon bekommen. Es tut mir eh leid, Christel, dass ich es jetzt erst mache, das Video. Aber ich bin einfach früher nicht dazugekommen mit der Kooperation und mit der Auslosung. Und ja, ich hoffe, du bist nicht böse. Aber ich wollte mir ja Zeit nehmen, das alles schön herzuhaben und nicht gleich so schnell. Ich freue mich ja. Und da muss man sich dann Zeit nehmen für so ein Video. Boah, der Block ist aber echt cool. Also der ist toll. Cool. Dankeschön. Also von denen habe ich ja auch nichts gewusst. Ne? So. Genauso wenig wie von denen was gewusst habe. So. Diese hier. Und ich glaube, also sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, das sind Kartenrohlinge für eine Karte in der Box. Also sie schauen mal zumindest, ich hab bisher ja nur zwei habe ich gebastelt. Zwei Karten in der Box. Und mir kam jetzt schon vor, dass ich da das so geschnitten und gefalzt habe. Und das sind total schöne. Ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Designs. So. Das haben wir zweimal. Dann das da. Auch zweimal. Dann das da. Ah. Auch zweimal. Dann ist noch das braune und das da. Voll cool. Suchst du noch ein paar Sachen dazu aus, die farblich dazu passen, und dann kannst du schon basteln anfangen, weil nichts mehr im Prinzip messen, falzen oder sonst was muss. Volles. Dankeschön. Dann war dabei ein ganzer Backen in drei unterschiedlichen Größen. Das ist so, ja, vanillefarbener, ein bisschen festerer oder ein bisschen festeres Papier. Kann man ja auch immer brauchen. Mir gefällt ja die Farbe recht gut, weil gerade das kannst du im Prinzip mit allem kombinieren. Das ist auch total super. Habe ich gerade das Licht ein bisschen weiter umgestellt. Mir war jetzt vorher vorgekommen, ich habe zu viel Schatten. Also ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Es ist ja schon recht spät, jetzt wiederhole ich das Video noch. Ich muss gerade schnell einen Schluck trinken. So. Dann, ich muss jetzt auspacken, weil sonst geht das nämlich gar nicht. Hat sie mir das eingepackt.
Das ist wie Stoff. Und das hat 6er. Also das lässt sich auch total. Das ist kein richtiges Papier. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sieht. Also ich sehe jetzt natürlich wieder genau gar nichts. Aber das hat so ganz ein feines Muster drauf. So eine Struktur. Und wie gesagt, wie Stoff. Sehr lässig. Und jetzt kommt was. Nein, jetzt zeige ich euch zwei Stellen noch. der war auch noch mit dabei. Watercolor-Papier mit 300er Grammatur. Und der ist vom Tigers, denke ich, oder? Ja, also der heißt jetzt ja Flying Tigers oder so irgendwie. Da haben wir ja in Innsbruck auch einen, glaube ich. Einen haben wir. Aber da komme ich so selten rein, weil der ist in der Stadt. Da kannst du rundherum nirgends balken. 20 Blätter in 18x24. Ja, werden wir mal probieren. Wenn er zum Malen nicht gut geht, dann nehme ich ihn zum Basteln her, weil 300er Grammatur ist super. Genauso wie der da. Den habt ihr mir sogar gleich zweimal reingetan. Der hat auch 300er Grammatur, ist dann sogar in A4. Und das ist echt, ja, super stabiles Papier. Das da vorne ist ja gar cool aus. So. Aber jetzt, haben wir ganz was Cooles eingepackt. Das da. Das sind so A4-Bögen, die schon geprägt sein. Und zwar, ja, ich sehe jetzt wieder genau gar nichts. So sechs ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ganz, ganz viele Herzen. So sechs ist, glaube ich, gut. Also so sehe ich es jetzt zumindest gut. Das ist es gut, sechs. Weil es klingt jetzt wieder. Jedenfalls ganz, ganz viele Herzen. Dann das gleiche mit Blümchen. Ja? Ich habe es jetzt gleich so irgendwie. Das finde ich ja auch voll cool. Ich habe das auch überhaupt noch nie irgendwo gesehen. Also so in A4. Einmal komplett geprägt. Lässig. Und dann natürlich auch noch weiß. Dann kannst du das natürlich farbig gestalten. Auch noch. Das ist ja total super. Dann einmal das Muster da. Also mit so ganz vielen Ranken. Dann sind Schmetterlinge mit drinnen und Blätter. Und zu guter Letzt das, ja, karierte kann man eigentlich fast sagen. Das gefällt mir auch total gut. Also das ist echt lässig. Das. Und wie gesagt, ich habe das noch nirgends irgendwo gesehen. A4 geprägtes Papier. Also vor allen Dingen in Weiß. Weil wie gesagt, da kannst du dann, ja, da bist du komplett frei, wie du das dann weitergestaltest. Und das hat da wirklich stabile Dicke. Also ich glaube, das hebt das auch tadellos, wenn du da mit Aquarellfarben oder irgendwelche anderen Farben drauf rummalen anfängst. Ja, bin ich schon gespannt. Dann wollen wir denn gerade bei Papier sein. Hat sie mir eingepackt. Die ist es hier. Fancy Paper. Da steht jetzt kein Jahr drauf, gell? Nein. Aber jedenfalls muss es älter sein, weil so die Aufmachung kenne ich jetzt selber nicht da. Ups, du gehst auch noch mit raus, oder? Da ist einmal drinnen. Wieder so. Ja, das wird jetzt wieder schwierig mit einfangen, gell? Es ist halt so ganz leicht, so Linien sind da eingeprägt. Dann, ach, das riecht gleich, als wenn es ganz neu aufmacht. Ich finde, das hat irgendwie so ganz einen eigenen Geruch, aber ich mag den total gern. Manche Sachen vom Action riechen echt wirklich ekelhaft, ja. Also die muss wirklich auslüften lassen. Aber als Fancy Paper, ich weiß nicht, ich liebe den Geruch. So sexy ist eh schon recht gut, gell? Also das Papier ist mega.
Ich liebe das Fancy Paper ja sowieso. Das ist wie Überraschungseier, früher bei mir, wo wir noch Kinder waren. Das wird jetzt eher weniger sehen. Das ist schon ja, ganz, ganz, ganz leicht grün. Also, und hat nur einfach so Linien drinnen. Dann mal schauen. Ja, so Sechses in Beige. Dann ist gleich in Rosarot. Wobei das schon so richtig, das geht schon eher ins Neonrosa. Oh je, das ist schön. Das schaut aus wie Recyclingpapier. Da sind alles so kleine Einschlüsse drinnen und in einem traumhaft schönen Türkiston. Ah, das ist ja schön. Das schaut so aus wie Leder. Das wird jetzt wieder schwierig mit der Kamera. Ah, so sechses. Also das ist so lederartig, schaut's aus. Dann einfach nur wunderschön violettes Papier, ist aber auch wieder so minimal marmoriert. Aber das wird man fast nicht sehen. Dann kommen jetzt eh schon die dickeren Blätter. Da haben wir auch wieder so eins. Die gefallen mir so gut, die was so leicht glänzen. Oi, da ist das Rosenpapier mit drin. Ich liebe es. So sexes. Ich mag das Papier so gern. Dann, das schaut auch cool aus. Das schaut irgendwie aus wie so eine Raufasertapete. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nicht wirklich, gell? Nö. Voll lässig. Dann haben wir da so einen Braunton, auch wieder so mit glänzender Oberfläche. Dann ist da rosarot. Das ist auch einfach nur in sich selber ein bisschen so geprägt. Also das werde ich mit der Kamera nie im Leben einfangen. Boah, ja das ist ja cool. Hallo. Das ist lässig. Boah. Dann einmal so Leinenoptik in, ja das ist ja so grün, grünlich. Boah, das ist ja eine schöne Farbe. Weinrot und da sind auch einfach so ganz leichte Prägungen drinnen. Ich weiß es nicht, ob ihr es sehen könnt. Bei mir blendet es jetzt schon wieder zu viel. Und im Prinzip gleich wie das Weinrote ist es jetzt auch bei dem Rosaroten. Achso, dahinter sind aber noch welche. Ha! Gehst du? Ah, okay. Und das gleiche nochmal in Blau. Aber wie gesagt, das sieht man fast nicht da. Voll, voll cool. Danke, danke, danke. Ja. Wo tue ich denn das jetzt hin? Jetzt kriege ich echt schon wieder langsam Platz noch. Und weil es ja nicht genug Fancy Paper war, hat sie mir dann nur mal eins mitgeschickt. Da steht natürlich jetzt auch keine Jahreszahl drauf. Steht Embossed Paper. Mehr steht da nicht drauf. Da ist einmal drinnen weiß. Ja, das ist einfach nur weiß. Aber das fühlt sich total extrem glatt an. Dann ist drinnen ja, so braunes, dünneres Papier. Schau, das Betonpapier. Boah, das schaut ja cool aus. Also das ist schon das nächste. Dann das da. Also so gelblich-grün. Dann ist drinnen das, das schimmert auch. Ist auch grün. Das ist die falsche Seite. In grün habe ich das noch nicht. Das ist cool. Dann ist drinnen grüner Leinen-Cardstock. Dann so rosaroter Leinen-Cardstock. Wobei der so Querlinien auch noch drinnen hat. Aber ich glaube das... Nö.
Dann, du kriegst noch dazu. Das da. Dann nochmal rosa-rot. Im Prinzip das gleiche wie davor da in dem dickeren. Also komplett die gleiche Musterung, sage ich jetzt mal, aber in dünn. Dann ist er wieder. Das mag ich auch total gern. Aber es sieht mal wieder nicht gescheit. Das sind die kleinen Karos. Also einmal so und einmal so. Das ist immer so blöd mit der Kamera, das einzufangen. Dann das da nochmal, aber das mal in so einem wunderschönen Pfirsich. Cool. In der Farbe habe ich es auch noch nicht da. Dann sieht man das. Also das ist so gewellt, schimmert. In einem Gelbton. Dann ist da, ausschauen tut das irgendwie wie Aquarellpapier von der Struktur her. Dann ist noch ein Bogen so blauer Cardstock drinnen und upsie, ein Bogen von dem da. Sieht man wieder nicht gescheit, also es ist so strukturiert wieder und einmal das da. Das sieht gar irgendwie wie Leder aus, aber wir machen das halt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich es auch so hinhab. Nö. Also zumindest, wahrscheinlich wenn ich dann das Video bearbeite, weil man würde denken, mein Gott, was hättest du denn das 5 Sekunden da, 10 Sekunden vor die Kamera, man hat sie eh schon lange gesehen. Aber das habe ich euch eh schon öfters erklärt. Ja, das sind meine bösen Lichter. Und dann hat sie mir das noch eingepackt, 1 Kilo printed paper. Ich weiß ja, warum das Backen so schwer war, nicht? Man sieht ja alles ein Kilo. Das ist wieder so ein glänziges Papier. Und da sind einerseits eben einmal das Sternenmuster. Dann sind da so kleine Pünktchen. Dann haben wir da so Karo. Das sieht aber cool aus, weil das wird. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Es ist da heller und dann wird es ein bisschen dunkler und dann wird es wieder heller. Ja? Das schaut auch lässig aus. Das gefällt mir auch gut. Mei, ist das nett. Mit den ganzen Herzis und Mascheln. Was steht da drauf? Crazy for you und I love you. Das ist ja auch cool. Das gefällt mir auch gut. Das ist auch wieder, da ist es richtig fest und je weiter es umgeht, umso mehr verwischt es lässig. Dann haben wir da nochmal Herzchen. Groß und klein. Und dann was dazwischen. Na, Dreiecke. Und das war's dann. Cool, cool, cool. Und jetzt muss ich das aber ernsthaft irgendwo anders hin tun, weil beschichtetes Papier, das rutscht mir irgendwo hin. So, jetzt muss ich nochmal einen Schluck trinken. Von meinem schwarzen Kaffee. So, mit was mache ich denn jetzt weiter? Magneten hat sie mir noch mitgeschickt. Weiß ich manchmal, die sind ihr zu dick. Das hat sie mir eh mitgeschickt. Sie sind schon relativ dick, weiß ich selber noch nicht, was ich damit mache, aber kleben tun die wie Bombe, sehe. Also, sicher nicht verkehrt, wenn einmal wirklich irgendwas Größeres oder so, wo sie dann auch Platz haben. Dann hat sie mir eingepackt, diese hier, eine bunte Mischung mit Bonbons. 250 Stück sind da drin. Auch nicht schlecht.
Und es sind echt ein paar schöne Farben dabei. Und jetzt kugelt schon wieder gleich alles. Dann hat sie mir das da noch hineingelegt. Maschelen und schwarzes Band und das ist so ein cremefarbenes. Da, jetzt muss ich mal den ganzen Pack da weiter umholen. Hat sie mir den da reingelegt. Das sind so 3D-Sticker, also da hinten 6 ist eh. Ups. Das sind so auf Foam-Tape. Ja. Muscheln und Seestern. Dann hat sie mir die da hineingelegt. Das sind so Flaschen-Etiketten. Eben einmal so mit Thank you, Happy Birthday, with love, have a sparkling day und just married. Schaut so aus. Spiegelt jetzt ziemlich, aber geht. Dann hat sie mir die da reingelegt. Strohhalme mit Kakteen drauf. Wer dreimal darf raten, wer die schon in Beschlag genommen hat. Ich darf sie euch gerade noch zeigen und dann, ja. Töchterchen. Dann hat sie mir nochmal so Ledersticker. Da hat sie mir ja schon nochmal welche geschickt. Und die finde ich einfach gleich genial. Mit Kaffee und Schokolade. Und Kekse. Ja, genau meins, ne? Die sind super. Und dann hat sie mir Schmetterlinge eingepackt. Schau's mal. Die sind so schön. Ich muss jetzt mal kurz rausholen da. Probieren. So. Schau's mal, wie cool die sind. Die stehen da voll ab. Ich finde die toll. Wahnsinn, was kann man sich selber auch machen? Ja, ist ja kein Problem. Aber ja, wenn man es halt schon fertig hat, ne, ist halt einfacher. Dann hat sie mir mitgeschickt, die da. Das sind die Schachteln, was es beim Action auch gegeben hat. Die sind von 2019 aber schon. Also da waren jetzt ja vor kurzem wieder welche. Weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, irgendwann im Herbst. Ich glaube, vor oder nach dem zweiten Lockdown bei uns. Habe ich aber nicht mitgenommen. Ja, mal schauen, was ich mit dem mache. Meine, vor allen Dingen sind sie rund. Das ist eh mal fein. Dann, jetzt zeige ich euch noch, weil da stehen ja noch einmal Farben. Holla, holla. Hat sie mal die da eingepackt. Metallic Acrylfarben. Eben einmal in dem Türkisblau und Grau. Und das gleiche Set in so, ja, ich weiß gar nicht, ob das Gold ist. Irgendwie schaut es aus wie Grün. Pink und so Pfirsichton. Diese zwei, die stelle ich jetzt aber auch wieder um, weil ich drüben habe keinen Platz mehr. Dann hat sie mir den da eingepackt, einen Silikonkleber. Habe ich bisher noch nicht gehabt. Mal schauen, für was ich denn hernehme. Papier, Pappe, Holz, Kunststoff, Keramik, Styroporglas. Also im Prinzip für alles. Ja, mal gucken, für was, für wo. Und dann, weil wir gerade bei Kleber sein, schau mal, was ich gekriegt habe. Ja, einen Original Techie Glue. Keine Ahnung, wie bist du da dran gekommen, Christel? Hast du den irgendwo wahrscheinlich bestellt? Voll cool. Ich habe da, also ich schaue ja auch amerikanische Videos und da siehst du den ja laufend. Ne? Die nehmen ja nur den her. Denn werde ich nur zu sehr oder für sehr besondere Bastelsachen hernehmen. Also, weil zulassen und auch hin war jetzt auch blöd, ne? Dann wird das schlecht. Also hernehmen werde ich schon, aber nur für sehr besondere Bastelsachen. Ja, einfach voll cool. Ultra strong. Bin ja gespannt. Ja.
diesen hier. Und was mich auch so gefreut hat, schau's mal. Glossy Accents. So cool. Habe ich auch nichts. Noch nie. Ach, so cool, echt. Ja, freue mich total das Herz nehmen. Also bin schon ganz gespannt drauf. Weil das ist echt lässig. Da habe ich auch schon so, da kannst du ja da die wo ist die Karte? Wo ist die Karte? Ich weiß gar nicht, ob man das. Ja, da hat sie das Flügel so glänzig gemacht. Und ich denke mal, dass sie das mit sowas gemacht hat. Na? Ja. Und da freue ich mich jetzt total, dass ich eins habe. Danke, danke, danke. Gut. Jetzt habe ich einmal Stempel und Stempelkissen. Jetzt werde ich mal kurz das Video neu starten, bevor ich wieder drüber komme. Weil das war weniger gut, ne? So, Stempel. Mit was fangen wir denn an? Ich fange jetzt mal mit Bädern an. Und zwar, upsala, hat sie mir da. Also auch schon mal wieder schön mit dem Taschen. Einmal hat sie mir da die da mitgeschickt. Das sind ja die vom Teddy. Und da eben dann noch so ganz viele andere mit deutschen Schriftzügen für alles Mögliche, kann man eigentlich sagen. So, funktioniert das jetzt? Was haben wir denn da? Zur Einschulung, zur Silberhochzeit, dann haben wir da Geburtstag, zur Kommunion, zur Konfirmation, zum Jubiläum, zum Ehrentag, zur Firmung, zum Abitur. Dann haben wir da einen eigenen mit Bestandene. Zum für dich. Ich meine, der ist sowieso super. Für dich. Upsala. Den kannst du natürlich super für alles Mögliche hernehmen. Einzeln einfach auf die Karten und passt schon. Dann ist da noch zum Abschluss, dann ist da noch Taufe und da ist alles Liebe. Den kannst du auch total super für euch hernehmen. Ja, total lässig. Und dann sind da eben noch da so ein Taufkelch, ein Stern, ein Herzl, da ist auch nochmal ein Stern und da sind Ringe. Also voll lässig. Kann man super universell einsetzen. So. Dieser hier. Dann hat sie mir die da mitgeschickt. Die sind auch so Einladungen zur Kommunion, Konfirmation. Da ist eben so eine kleine Kirche mit Bäumchen links und rechts. Da sind auch ganz viele Kerzen. Ich meine, sowas, gerade die Kerzen da. Warte, mal schauen. Ich tue das jetzt einmal runter, weil dann sechs ist besser. So, also eine ganze Kerzenreihe. Ich meine, die kannst du auch sicher gut für Trauerkarten, wenn sie zwei hernehmen. Von dem her. Und den Rest dann halt Kommunion oder auch Taufe. Ja. Für alles Mögliche. Was sind denn die anderen Kleinen? Dann Einladung zur Taufe, weil wir gerade bei der Taufe sein. Jetzt haben wir noch das mitgeschickt. Das ist auch so ein Regenbogen mit Sonne und einem Fisch im Wasser. Finde ich auch total nett. Und da eben so eine Art Kirchenfenster. Dann diese hier. Was haben wir denn da alles? Viel Glück, Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch, mit besten Wünschen, gratuliere, viele Herzenswünsche, genieß den Tag und gute Besserung. Sieht man jetzt fast alles nicht, also sie hat sie relativ oft hergenommen, was am Stempel ja nichts tut. Von dem her, ich habe auch ein paar Stempel, die schauen aus, als hatte ich schon 40 Jahre jeden Tag hergenommen.
Die haben so dermaßen die Farbe angenommen, dass es gar nicht mehr schlimmer geht. Und dann ist der da noch, ich wünsche dir ganz viele Glückssträhnen, einen Engel und sei er noch so klein, er möge immer bei dir sein. Machst du das nett? Zeit für ein glückliches Leben. Cool, der ist voll lässig. Der ist voll lässig. Dann, wenn wir gerade so bei den Schriften und Sprüchen sein, hat sie mir das noch eingepackt. Da haben wir einmal so einen riesigen Geburtstagsschriftstempel. Dann herzlichen Glückwunsch, er und sie, alles Gute zum Geburt, Hochzeit, liebe Grüße und vielen Dank. Also habe ich das sehr universell. So. Dann habe ich das da gekriegt von ihr. Schau mal die schönen Blümchen an. Ich finde das so schön. Und dann steht da immer herzlicher Glückwunsch und alles Gute zum. Voll schön. Gefällt mir irre, irre gut. Sein Gummistempel. Dann hat sie mir nochmal von Crafters Companion, das ist rausgekriegt, Blümchengeschichte. Hinten sechs ist besser. Einmal die da. Ich glaube, das kann ich sogar so hinhalten. Ja, einmal diese hier. Also das sind vier verschiedene da, die drei kleinen und einmal die richtig schöne große. Also sechs schon, das ist einmal Karte gefüllt. Und eben der da. Und der gefällt mir total gut. Also der ist echt so schön. Der toll. Also die Stempel, da hat sie mir das letzte Mal auch schon welche mitgeschickt. Die sind einfach leider toll. So, das waren jetzt die da. Dann kann man jetzt so, also da sind einmal sämtliche Sprüche drinnen von diesen vier Sets. Und wo sie mir da das Foto geschickt hat und gefragt hat, ob ich die haben will, dann bin ich so halb durchgetrennt am Handy. Meine Tochter hat gemeint, ich bin ein bisschen blem. Ich liebe diese Mädchen, echt. Die erinnern mich irgendwie total an meine Kindheit. Und wie gesagt, alle Sprüche, was da irgendwo da bei den ganzen dabei sind, sind da in der Hülle separat. Und dann habe ich einmal die zwei Mädels da gekriegt. Da mit dem kleinen Hunderle, so lieb. Dann den da. Er ist mit der Lotte auch gestiegen auf den Baum und holt ihr das Katzelohr. Na, so lieb. Und die Sprüche sind auch super. Sagen wir da, mach jeden Tag zu einem Strauß voller Sonnenschein. Dann ist ein Danke dabei. Sammel viele Glücksmomente auf deinem Weg. Freunde sind wie Blumen, man kann nicht genug davon haben und Liebe lässt Freundschaft wachsen. Und eben auch wieder alles in Deutsch und das ist so super. Und da ist dann Liebe lässt alles besser gedeihen. Ein Gefallen bleibt noch lange in Erinnerung, nachdem er erbracht wurde. Ja, lesen ist schwer. Alles wächst mit Liebe. Schaffe dir einen Garten voller Träume. Ja, total schöne Sprüche. Dann haben wir da das Gitscherle da mit dem selbstgepflückten Blumenstrauß. Und der gefällt mir von D4 im Prinzip eigentlich am besten. Ja. Also die Liebe abgöttisch. ein Geschenk der Liebe, egal wie klein, ist so wundervoll und fein. Liebe sind die kleinen Dinge im Leben. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum und mit Freundlichkeit kommt man weiter. Jawohl, wie war. Wie war, wie war. Und das letzte da ist das da. Ich finde es ja auch nicht. Ne? Er hat sich Wagele da und sie hat eingespannt. Ne? ja, netter lieber Stempel. Oh mein Gott. So, geht wieder. Freunde machen Spaß, viel Spaß. Hab Freude an den einfachen Dingen des Lebens. Ja, ich wohl. Ja.
Beginne jeden Tag mit dem, was dich glücklich macht. Das stimmt auch, ja. Spaß und Freundschaft gehen Hand in Hand. Und Spaß ist, wo du ihn finden kannst. Ja, das stimmt auch. So, das waren jetzt einmal die Stempelchen. Dann, also mir geht es momentan echt gut, ja. Also, das nächste Stamping abstempelset. Jetzt habe ich ja von der Efi habe ich ja meine Marienkäferchen gekriegt. Und von der Patricia, die hat mir ja irrsinnigerweise zu den ganzen Stempelkissen, was sie mir geschickt hat, auch noch eins dazu gekriegt. Und jetzt habe ich das auch noch gekriegt. Die kleinen Eselchen. Ja, meine Stamping-Up-Stempelsammlung wächst mit der Zeit. Ach Gott. So. Und jetzt habe ich im Prinzip, ja, es wird sich jetzt eh denken, die ist total blem, aber ich muss jetzt dazu sagen, ich habe mit der Christel das Kaufpaket ausgemacht, bevor ich von der Patricia gewusst habe, dass sie ihre Stempelkissen kriegt. Also das muss ich jetzt dazu sagen, ja. Andererseits habe ich da nur so einen kleinen, wie heißt das, Stamping-Spot in Jade, Aventurin. Super schöner Türkiston. Voll genial. So. Und wie gesagt, ich habe das da noch nicht gewusst. Ja. Und deswegen habe ich mich irre gefreut, weil ich von ihren Spektrum Noir Stempelkissen getrennt hat. Und ich zu dem Zeitpunkt ja nur die Action Stempelkissen gehabt habe. Und ja, jetzt habe ich halt sehr viele Stempelkissen, was jetzt auch nicht schlecht ist. Ne? Und zwar habe ich da einmal die da drauf, das sind so die wasserreagierenden und einmal da die Quick Dry. Ich gehe mal davon aus, dass die dann nicht auf Wasser reagieren. Ich muss das erst ein bisschen testen. Klar und Finish. Perfekt für scharfe, saubere Schichten. Ja. Einmal eben jeder da, also ich gehe mal davon aus, die werden so wie die, wie die jetzt vom Action, beziehungsweise wie die Distress Oxides so ähnlich eben funktionieren. Da habe ich eben einmal rosa Tulpe, Fuchsia, Pflaume, Honigtopf. Finde ich genial. Zitronenelixier. Die haben ja auch voll geniale Namen, oder? Strohballen. Pflaumenwein. Boah, das war jetzt wieder mal geil, hier zum Chinesen essen gehen. Also wirklich. Weiß, ja, Pflaumenwein. Ich war schon ewig nicht mehr beim Chinesen essen. Dabei mag ich so gern chinesisches Essen. Naja. Zerdrückter Samt. Ja, das heißt so. Kann ich helfen? Blasse Feige. Rauchfarbener Smaragd. Grüner Topaz. Und frostige Jade. Es sind ein paar super tolle Farben dabei. In meine Farben, sage ich jetzt einmal so. Da. Der Pflaumenwein zum Beispiel, der mich jetzt gerade wieder an den Chinesen erinnert hat. Und im Prinzip eine Section, also es sind immer so drei Farbtöne, ups, schön aufeinander abgestimmt. So, auf der Seite sieht man sehr gut. Zum Verblenden natürlich super, ne? Also das waren einmal die da. Und dann hat sie mir eben die da noch. Und da steht eben Quick Dry, also ja. Bordeaux, chinesisches Rot. Da hat echt jetzt mal irgendjemand, wer war denn das? Ah, die Patricia hat irgendwas mit Rot und China und ja. Orange.
Grashüpfer. Ja. Frühlingswiese. Pinie. Schwarz. Anthrazit. Spa-Blau. Spa-Blau. Das ist ganz ein helles Blau. Okay. Sandsturm. Mönchbraun. Mönchbraun. Achso, die haben so braune Kutten am Kopf früher. Deswegen wahrscheinlich. Robbenbraun. Also die Farbnamen sind fast noch genialer als die von Stamping Up. Mitternacht. Robbenbraun. Ozeanblau. Und Babyblau. Ja. So. Also habe ich da jetzt auch wieder dreimal Blautöne, dreimal Braun. Dann so schwarz-grau. Ja, und das Spa-Blau, das ist so ein ganz ein helles Blaugrau. Also passt auch super dazu. Dann die drei Grüntöne. Also das Grashüpfer, das ist wirklich sehr flächig. Und die drei Rottöne. Chinarot, ja. Aber ich glaube, am allerbesten ruhiges Pflaumenwein. Also genial. Pflaumenwein ist genial. Gut. Das war jetzt mein Kaufpaket von meiner lieben Christel. Ich lege das sonst nicht mehr so ein bisschen schön her. So. Ich muss aufpassen, dass ich nichts durcheinander bringe. Ne? So. Das war jetzt mein Kaufpaket von der lieben Christel. Das habe ich zwar vor 2 Sekunden auch schon gesagt, aber egal. Ich freue mich wieder riesig über die ganzen Extras, was man dazu gekriegt hat. Also danke, 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 danke. Voll super lieb. Ich schicke dir auch ein ganz dickes Bussi. Die sind auch so cool. Vor allem das. Also, ja. Ich habe so einen Haufen Sachen jetzt zum Ausprobieren und ich habe so wenig Zeit. Ja, jammer froh Niveau, ich weiß. Aber mittlerweile ist es wirklich so. Zeit ist wirklich das, was mir am meisten fehlt. Das ist so. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja. Ich kann mehr Zeit brauchen. Also, wenn irgendwann noch was, wo man die kaufen kann, bestellen kann, bitte bei mir melden. Hahaha, ha, ha, lustig. Nein. Ja. Und wie gesagt, wollte ich euch in Ruhe sagen. Deswegen hat die Christel jetzt auch ein bisschen länger auf ihr Video warten müssen. Aber das war mir einfach wichtig. Und nicht, dass sie das einfach so tschak, 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 alles schnell in die Kamera halt. Das bin auch nicht ich. Ich mache das ja so. Ja, im Prinzip ist es ja einfach nur so ein kleines Dankeschön. Ja, auch wenn ich jetzt die Sachen gekauft habe. Sie hat mir ja trotzdem wieder einen Haufen Extras dazu gekriegt und das ist ja auch nicht selbstverständlich und ich freue mich einfach allem riesig und ja, es ist ja mittlerweile, ich mag die Christel total gern, ja, ich so, ihr habt die wirklich gern, Christel. Ja, na gut, bevor ich jetzt wieder irgendwie sentimental quackeln anfange, sage ich tschüss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Einen schönen Tag, Abend, was auch immer es habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.